So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video, zu einem kleinen neuen Projekt. Wir spielen Untitled Goose Game, das Hitman der Gänse. ein Stealth-Spiel, in dem es darum geht, eine Gans zu spielen, die Aufgaben erfüllt. Und dabei müssen wir, glaube ich, irgendwie Menschen ärgern oder sowas. Ich habe so ein paar Trailer davon gesehen. Es sah ultra lustig einfach aus. Und ich hoffe, wir haben eine Taste, um zu machen. Weil sonst ist das Spiel direkt bei mir unten durch. Starten wir. Da bin ich! Oh, ich bin eine Gans. Braucht ihr Mauszeiger? Ich habe einen Mauszeiger auf jeden Fall. Zum Winken Linksklick drücken. Ja, moin. Alter. Oh, Glocken. Okay. Immer nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Zum Rennen doppelkicken. Okay, cool. Aber es ist nicht sehr kurvenfreundlich, wenn sie rennt. Aber kann ich kurz so und dann wieder rennen. Okay. Ja, Steuerung ist gelernt. Auf geht's, meine Gans. Zum Neigen Control gedrückt halten. Okay. Ducken kann ich auch. Rechtsklick, um den Schnabel zu benutzen. Woran denn? Ah, wenn es eine Markierung gibt. Cool. Gelernt. Verstanden. Und aufgenommen. Auf geht's, meine kleine Gans. Zeig uns, was du noch so kannst. Um nach unten ducken und dann Rechtsklick, um Sachen aufzuheben zum Beispiel. Okay. Mhm. Und mit Rechtsklick kann ich die fallen lassen. Und dann kann ich zum Beispiel auch einen Tennisball aufheben. Cool. Kann ich irgendwas mit den Sachen machen? Scheinbar nicht. Aber ich kann das nehmen. Muss ich das denn noch rausheben? Oh, ich hab's geschafft. Aber es ist ganz schön schwer. Oh, ich habe ein Tor geöffnet. Ich bin die Superente. Ich bin keine Ente, ich weiß. X, um mit den Flügeln zu schlagen. Ah, da ist die Musik. Untitled Goose Game. Sie sind aber bei dem Namen geblieben, weil ihnen kein besserer Name eingefallen ist. Und das beschreibt das Spiel ja ganz gut. Guten Tag, ich bin eine Gans. Ich kann mit meinen Flügeln flattern. Und muss hier Sachen machen. Schauen wir doch mal. Oh, die Stelle kenne ich sogar aus dem Trailer. Da oben ist der Farmer. Es ist einfach... Ich glaube, man hat eine Aufgabe. Zum Anzeigen der Aufgaben, das drücke Tab. Genau, Steuerung haben wir hier. Und wir haben hier eine Aufgabenliste. Geh in den Garten. Mach den Gärtner nass. Klau dem Gärtner seinen Schlüssel. Ich weiß nicht, warum das G so aussieht. So habe ich nie ein G gelernt, aber gut. Ich glaube, ich kann hier auch den Text... Ah, ja, so anzeigen lassen. Da kann es jeder von uns lesen. Geh in den Garten, mach den Gärtner nass. Klau dem Gärtner seine Schlüssel. Bring den Gärtner dazu, seinen Sonnenhut zu tragen. Die Hake in den Teich werfen wahrscheinlich. Mach ein Picknick. Bring auf die Picknickdecke Sandwich, Apfel, Kürbis, Karotte, Marmelade, Thermoskanne, Radio und Korb. So, für mich erstmal das Spiel ein bisschen lauter gemacht. Ich kann auch einfach mit Shift sprinten. Ja. Kann ich auch mit WASD laufen? Nee, da kann ich nur ranzoomen. Dum, dum, da. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal zu dem Gärtner. Ich weiß auch ganz genau, wie wir zu dem hinkommen, weil ich im Trailer aufgepasst habe. Wir müssen... Oh, da ist er. Das daneben. Und dann kommt er nach der Musik gucken. Ich bin... Okay. Und dann stecken wir uns seine Schlüssel. Oh. Oh, er kann mich wegscheuchen. Okay. Vielleicht verfolgt er mich. Ah, nein! Ah! Lauf. Wir haben die Schlüssel. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Ich bin aber panisch in ihn reingerannt. Aber man muss das, glaube ich, einfach alles ganz grazil angehen und nicht so plump, wie ich gerade getan habe. Okay, dann legen wir die Schlüssel hier neben das Schild. Okay, was müssen wir machen? Geh in den Garten. Bin im Garten. Mach den Gärtner nass. Okay, warte, wir haben hier einen Schlauch. Gottes Willen, wir haben hier tausend Sachen, mit denen wir was machen können. Ich baue einfach eine Burg. In die Superente. Okay, da gießt er mit der Gießkanne. Das ist cool, dass er seinen Aufgaben nachgeht. Und da ist Water. Aha. Nein, er hat den Schlüssel gesehen. Nein, oh.
Er hat mir den Schlüssel abgenommen. Er scheucht mich davon. Ja, bist du so schnell wie ich? Oh Gott, der ist so schnell wie ich. Nein! Oh, ich bin da unten durchgerannt. Haha! Aha! Lauf! Okay, wir haben ihn abgehängt. So, jetzt müssen wir seinen Schlüssel aber besser verstecken dieses Mal. Oder wir können den Schlüssel vielleicht bei irgendwas benutzen. Ja, hier eine Scheune. Kann ich die aufsperren? Nee, ich glaube nicht. Bin ja nur eine Gans. So, da findet er die nie im Leben. Seine Schlüssel. Wie locken wir ihn dahin? Ich könnte seine Schlüssel dahin legen. Er hat scheinbar auch den Drang aufzuräumen. Wie wir es gerade gesehen haben, weil er wollte diesen Erdsack gar nicht haben, er wollte ihn einfach nur wegräumen. Welcher dafür? Wir ziehen den Erdsack einfach hier an die Ecke. Dahin. So, dahin. Und dann beobachten wir von außen. Und dann, wenn er sieht, hä, warum liegt die Erde da? Vielleicht wegen dieser super aggressiven Gans, die ganze Zeit durch die Gegend läuft. Dann kann ich hier warten. Ich spähe. Ich glaube, ich spiele es mit Gamepad. Ja. Ja, die Gamepad-Steuerung ist 100-mal einfacher. Ja, er sieht den Sack. Okay. Tada! Die hat er angesprüht. Tja, wo sind deine Schlüssel? Kommst du nicht mehr aus deinem Garten raus? Oh, das ist hier ein Erdsack. Willst du wieder aufheben? Kommt er da drüber? Tja. Habe ich dich wohl besiegt. Ich habe mich selber outplayed. Glaube ich. Ich habe nämlich das Tor zugemacht. Aber ich habe den Schlüssel reingelegt. Ich habe ihn kaputt gemacht. Er hat einfach die Schlüssel nicht mehr und das Tor ist zu. Er hat aufgegeben im Leben. Setzen wir mal zurück. So. Ja, dann werde ich hier aber in den Teich gesetzt. Okay, genau. Aufgaben sind noch erfüllt. Aber es ist jetzt zurückgesetzt. Und jetzt hat er wieder seinen Schlüssel. Heißt, wir können wieder das Radio hier aktivieren. Gibt's Radio. Das wird er ja hören. Genau, da geht er jetzt gucken. Da sperrt er uns das Tor auf. So, jetzt kommen wir als Geheimagent Ente. Und jetzt haben wir den Schlüssel. Schnell. Oh. Ah, der hat mich ja gesehen. Ich finde es gut, dass er einfach vergisst, dass der Schlüssel existiert. Kann ich irgendwas mit dem Schlüssel machen? Ich meine, ich bin ja nur eine Gans. Kann ich das Tor aufsperren? Wirkt nicht so. Okay, er hat aufgegeben, seinen Schlüssel zu suchen. Wir folgen ihm. Wir beobachten unsere Beute und... Ah! Oh, lecker Karotte. Guck mal, wir helfen ihm bei der Arbeit. Wir sind aber eine gute Gans. Wir müssen da rein. Helf dir. Ich arbeite mit dir. Warum bist du wütend? Weiß meine Arbeit einfach nicht zu schätzen. Guck mal, wir haben alle da reingeräumt. Ah, er räumt da draußen auf, was ich unordentlich gemacht habe. Okay. Was haben wir hier? Wasser. Da habe ich eine Gießkanne. Kann ich wahrscheinlich nicht da so aufstellen und dann Wasser reinmachen. Nein. Ein Apfel. Will ich einen Apfel? Legen wir einen Apfel in seinen Schuh. Kann ich nicht. Können aber alles kaputt latschen. Okay, bring den Gärtner dazu, seinen Sonnenhut zu tragen. Ach, guck mal, da ist er gerade gebückt. Wir gehen mal hin und erschrecken ihn. Komm. Okay, Erschrecken hat nicht viel gebracht. Ich klaue dein Gartenwerkzeug. Schnell die Flügel aufklappern. Windschnittig. Ab ins Wasser damit. Tja, wo ist deine Handschaufel? Die ist weg. Hey Leute, ich verfolge ihn noch. Er hat bisher keine Ahnung, dass ich hier bin. Okay, machen wir eine einfache Aufgabe.
Bringen wir die Hake in den Teich. Bevor wir ihn dazu bringen, seinen Hut zu verlieren. Weil ich keine Ahnung habe, wie. Oder seinen Hut zu wechseln. So, er ist abgelenkt. Wenn ich gesehen werde, gebe ich auf direkt. Ich bin das leiseste Wesen. So, einfach ganz hier unten entlang, während der da oben gerade am Gießen ist. Ja. Und einfach schnell raus. Mission erfolgreich. Ja, die Hake ist im Teich. Ich wiederhole, die Hake ist im Teich. Bring mal seine Schaufelchen zurück. Weil ich eine nette Ente bin. Hier, Meister. Zeit zum nass werden, Marmeladenmann. Und zack. Wie kriege ich ihn dazu, dass er seinen Hut verliert? Oh, er hat seinen Hut abgenommen. Lass ihn fallen. Gib mir den Hut. Gib mir den Hut. Nein. Nein, er hat ihn aufgesetzt. Okay, ich muss nur warten, bis er ihn absetzt. Oh, das wiederholen wir. Ah, oh, er geht wieder dahin. Ja, ich hab den Hut. Lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf geduckt. Ja. Easy outplayed. Ab ins Wasser damit. So. Die Ente hat den Hut. Ich bin eine Gans. Bla bla bla. So. Und den legen wir jetzt hier hin. Da kann er nicht holen. Er geht nicht schwimmen. Ich guck mal, ich hol jetzt so einen Hut. Oh. Schaut für die Idioten zu. Der Hut steht hier bestimmt gar nicht. Nice. Okay. Eine neue Aufgabe. Bring den Gärtner dazu, sich mit dem Hammer auf dem Daumen zu schlagen. Mit dem Sternchen. Ach, guck mal. Ah, was habe ich denn getan? Wir schreien einfach an, während er arbeitet. Ich war hier nicht. Nein, du hast nichts gesehen. Jawohl! Und der Hammer ist meins. Der Hammer ist zu schwer, ich kriege nicht in den Garten. Nein! Nein! Okay, er legt ihn eh auf den Boden. Aber der Weiterweg ist offen. Wir machen jetzt noch die Picknick-Quest. Okay, cool. Haben wir den Gärtner fertig belästigt? Ihr wollt nicht wissen, dass das gerade eine Dreiviertelstunde gedauert hat. Ich bin die beste Ente der Welt. Ich musste warten, bis der immer so wieder da so da stand. Das hat er jetzt zweimal gemacht. Was brauchen wir? Ein Sandwich, Apfel, Kürbis, Karotte, Marmelade, Radio, Korb, 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 Korb. Apfel und Sandwich haben wir da auch. Alles auf die Decke darüber. Korb. Apfel. Sandwich. Thermos. Kanne. Marmel. Lade. Kürbis, Karotte und dann noch ein Radio. Okay. Gottes Willen. Und danach kommt jetzt noch das Radio, das schwerste. Ansonsten habe ich jetzt alles hingeschleppt. Kürbis. Du hast ja ein schönes Radio. Ah! Er denkt, er könnte mich kriegen. Aber ich bin klein und kann schwimmen. Muss es funktionieren? Ich weiß es nicht. Ach, guck mal, ich habe ihn ja sogar nass gemacht dadurch. Oh Gott. Er überrascht mich. Oh Gottes Willen. Hätte ich nicht erwartet, dass der bis ins Wasser geht. Das Radio macht keinen Lärm mehr. Deswegen sollte er mich ja eigentlich jetzt verlieren. Okay. Und ein nasses Radio. Ich habe ein Picknick gemacht. Lecker. Wie sie einfach da steht. Okay. Ich glaube, wir haben die erste Liste der Aufgaben abgeschlossen.
Dann würde ich meinen. Wie egal es ihm eigentlich ist. Wir nehmen den Hammer und gucken mal weiter, was wir hier schönes freigeräumt haben. Kann ich das Schild auch abreißen? Ja, kommt schon. Hallo, ich bin der Geldstöppenhammer. Aufmachen. Okay, hier scheinbar nicht. Da ist ein bisschen Wasser. Achso, ist eine Abfluss. Ja, Abwasserrinne. Nur mehr Flasche. Oh, ein Kind und ein Fußball. Oh, was bist du denn für einer? Hallo. Oh, ich kann mit dem Ball spielen. Er hat sein Kind ausgesperrt. Ab ins Wasser damit und jetzt schlage ich mit dem Hammer drauf. Habe ich schon Aufgaben hier? Ja! Zerbricht mit dem Besen, sperrt den Jungen in der Telefonzelle ein, bringt den Jungen dazu, die falsche Brille zu tragen, bringt jemanden dazu, die eigenen Sachen zurückzukaufen, tritt im Fernsehen auf. Okay, das machen wir alles beim nächsten Mal. Ich habe ihm zwar schon seine Brille abgezogen. Ah ja, ich denke, so eine Aufgabe pro Folge kriegen wir hin. Ich versuch's zumindest. Es ist schon ultra lustig. Auch wenn ich da viel cutten muss für euch und so. Aber an sich gefällt's mir echt gut. Und ja, wir sind eine lustige Gans. Wie sieht es beim nächsten Mal wieder? Ist dann euer... Schaut mein Federkleid an. Simbelmann.